Jetzt ist der Zeitpunkt in dieser Corona, nach Corona oder was auch immer jetzt kommen mag, Zeit, wo man einfach Gesicht zeigen muss, Klartext sprechen muss und sagen muss, was man denkt, weil wenn man es nicht tut, tut man es auch. Dann habe ich mich entschlossen, so jetzt muss mal jemand für die Introvertierten sprechen. Ich bin Brigitte Kimmerle und man findet mich unter Wolfswanderungen. Also erstmal wollte ich ja ein Buch schreiben für Introvertierte im Network Marketing. Und die Absicht war, dass die Introvertierten sich ein bisschen bekräftigt fühlen und nicht dauernd im Vergleich verzagen. Aber auch, dass die Extrovertierten lernen, wie sie mit den Introvertierten umgehen können, sodass die ein bisschen aus der Reserve kommen. Weil normalerweise sind die Methoden der Extrovertierten, die Introvertierten aus der Reserve zu locken, unbrauchbar. Also machen im Grunde genommen genau das Gegenteil. Erst seit wenigen Jahren weiß ich das, dass ich eine Introvertierte bin, weil ich mein Leben lang versucht habe, das nicht wahrzunehmen, nicht wertzuschätzen. Ich bin auf verschiedenen Arenen im Leben recht erfolgreich unterwegs gewesen und dann habe ich mir einen kleinen Hund zugelegt und der hat mich das gelehrt, dass ich introvertiert bin. Bis das bei mir angekommen ist, das hat wirklich gedauert, weil ich dachte immer, das wäre ein Makel. Und so habe ich mich immer wahnsinnig angestrengt, um extrovertiert irgendwie mithalten zu können. Habe sehr viel Energie verloren dadurch. Ich meine, das beschreibe ich in meinem Buch ganz genau, wie ich in meinem Leben immer wieder Situationen hatte, wo ich dadurch, dass ich introvertiert bin und langsamer bin als andere Leute, die einfach losreden können und ich am liebsten immer erst einmal die Dinge verarbeite und verdaue und mir Gedanken mache und wenn die Gedanken zu Ende gedacht sind, dann erst rede, aber das geht ja in dieser Welt nicht. Man muss ja einfach mitmachen. Das Extrovertierte ist wunderbar für vieles, ganz, ganz wunderbar. Ohne die Extrovertierten wäre das Leben richtig langweilig. Weil man kann ja in die Menschen nicht reingucken, was da vor sich geht. Aber die Introvertierten, die haben ihre Qualitäten. Als ich das wahrgenommen habe und wertgeschätzt habe bei mir selber und auch mir zugestanden habe, dass ich mehr Zeit brauche, um was Gutes und Fundiertes sagen zu können, wurde es plötzlich viel leichter. Und die Türen gingen auf, 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 auf.